Moin Leute, willkommen zurück hier auf meinem Kanal von Big Wimbo. Da seht ihr es, sprich mit Ricky, in Sicherheit, genau. Wir müssen Ricky finden. Also, wo sind wir jetzt hier wieder? Lost Lake Camp. Genau, wir sind nämlich zurückgereist von Sarah haben wir verloren. Da bei dem anderen Offizier, da hat ja auch nicht alles geklappt. Da sind wir auch weg, ja, beziehungsweise wurden wir eingebuchtet, wären beinahe gehängt worden. Ja, und jetzt sind wir wieder im Lost Lake Camp und jetzt ist hier der Iron Mike gestorben. Keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht. Wir führen jetzt Krieg gegen, naja, den anderen Offizier da. Keine, ist auch uninteressant, wie der heißt. Wie geht's voran? Zurück. Oh, was bauen die denn da Schönes? Hey, Dick. Hey. Was ist das? Oh, frag ihn. Ein Tja. Truck. So Der groß wie Truck ein ist groß wie Panzer. ein Panzer, ja? Ich dachte, machen wir ihn doch zu einem. Heilige Scheiße. Ist das fertig? Na, mal sehen, Dick. Sieht schon interessant aus, ne? Hier so ein komplett geschützter Truck. Hi. Ah, ja, er ist bereit. Belaben wir ihn. Ich weiß, wo wir Kunstdünger herkriegen. Ich funk dich an, wenn ich bereit bin. Okay. Damit ziehen wir dann in den Krieg, oder was? Gegen die anderen. Also jetzt haben wir hier nicht noch die Ripper am Hals, sondern wir müssen jetzt noch in den Krieg ziehen, auch noch zu den anderen. Okay, fahre zu allen Butt Ranch. Leute, bevor wir das alles hier machen, werden wir natürlich hier alles abgeben, was wir hier haben. Haben wir kaum was. Aber bevor wir das. Was mir jetzt hier noch total wichtig erscheint, ist, dass ich auf jeden Fall bei dem Mechaniker hier mein Willst Bike du was ausgebe. kaufen? Was? Das war auf hier, ja. Also nachtanken ist ja Okay, klar. ich tank voll. Optik, nee, Leistung. So, Motor. Bereits ausgerüstet. Okay, den haben wir schon mal, der ist schon mal gut. Standardmotor, stärkerer Motor. So, was haben wir hier? Auspuff. Geräuschreduzierung. Na, dann kaufen wir mal hier. Schick und robust. Eigentlich war das ja Quatsch. Bestimmt, wie viel Munitionsnachschub das Bike transportieren kann. Benzintank. Haben wir doch schon den größten, oder? Ja, das ist schon mal gut. Rahmen. Das ist gut. Rahmen. Wir brauchen Fällt erstmal. einen krassen Rahmen, ja. Und was haben wir hier? Hintere Federung. Reduziert den Schaden, den dein Bike annimmt. Was möchtest du noch? Das brauchen wir auch. Ermöglicht das Bike einen kurzen Geschwindigkeitsboost. Was kostet das? Das ist teuer, ey. Pass auf. Reifen haben wir schon gute. Reifen 2. Was kosten die? 1400, 1800. Gabeln. Die Schadensmenge, die dein Bike aushalten Hey, kann. dein Gut. Bike sieht jetzt gut aus. Das ist auf jeden Fall eine gute Gabel dabei. So, was haben wir hier in der Optik? Scheinwerfer. Quatsch, das ist völlig egal. Das brauchen wir gar nicht. Auspuffendrohr. Optik interessiert uns gar nicht. Bremsen ist Optik. Lenker. Lackierung. Das Ich brauchen bin wir alles hier, nicht. wenn was ist. Das brauchen wir alles nicht, aber auf jeden Fall haben wir Jederzeit das Bike vorbei. jetzt Picobello. Ausgerüstet. So, jetzt geht es hier nur noch um. Deacon, ich freue mich. Ja, Um diese läuft. Sachen hier. Auch Ja? Munition. Ja, gut. Vielleicht noch ein paar Schalldämpfer. Sprengstoff-Blendgranate. Ne, die brauchen wir nicht. Yep.
Tja, dann kannst du ja losgehen. Dann haben wir jetzt unser Bike auch ausgerüstet. Ich hab gute Sachen heute. Andere Richtung. Ja, Leute, da geht's jetzt wieder ins nächste Abenteuer. Also, das Ganze hört ja gar nicht auf hier, ne? Und man weiß auch nicht, was als nächstes kommt. Also, ist jetzt klar, dass wir hier in den Krieg ziehen. Gegen diesen anderen Offizieren da, aber, wie das dann alles aussieht, weiß kein Mensch hier. Was hast du vor? Bin ziemlich sicher, dass wir den nötigen Dünger drüben bei der Iron Butte Ranch finden können. Iron Butte Ranch? Ja, ich meine, es ist ja nicht so, als ob Jesse und seine Ripper das Zeug noch brauchen würden. Ich meine, das war doch früher mal ein Golfplatz, oder? Da muss es irgendwo ein Hausmeister schon. Weißt du, Rasenmäher und so. Dünger. Absolut. Ja, ich werde sofort dahin fahren. Und wenn die Luft rein ist, dann sage ich Bescheid und dann kommt ihr mit dem Lasten. Sein auch, Bruder. Okay, wo ist er Ende? Oder die. Ja, Ricky, ich höre dich. Ich wollte dir nur danken, dass du uns geholfen hast. Ja, es tut mir leid, dass es zu spät war. Warst du nicht gekriegt? Skizzo, wir halten ihn auf, oder? Ja, wir kriegen den Kerl. Es tut mir echt leid wegen Sarah. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachst, jemanden zweimal zu verlieren. Hey, noch ist nichts verloren. Wir bauen eine große Bombe. Schon vergessen? Hey, Ricky, es war nicht sein Fehler. Iron Mike, ich meine, er wollte... Hilfe! Hilfe! Er wollte immer nur das Richtige. Hier drüben, ich bin hier! Helf mir! Ich weiß. Hilfe, bitte! Ricky, ich werde dich da rausholen. Hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Wo? Ich geh hin! Geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Danke, vielen Dank. Ich dachte, ich würde da drin draufgehen. Sag ihnen, es war Deacon. Die kennen mich. Halt den Kopf unten und lauf. Deek, hörst du mich? Skizzo, du hast Nerven, mich anzufunken. Hey, da bist du ja. Hör mir endlich zu. Ich wollte das echt verhindern, dass sie Iron Mike töten. Ich wollte echt nicht, dass es so endet, Mann. Captain, der Colonel will Sie umgehend sprechen. Yes, gut. Ich gehe gleich rüber. Captain, hast dir ja ruckzuck eine Beförderung erschlichen. Dieser Army-Kram interessiert mich echt einen Scheiß. Du musst mir jetzt zuhören, Bruder. Ich bin nicht dein Bruder, Skizzo. Auch gut. Ich wollte nur, dass du weißt, als Kuri die rausgehauen hat, ist der Colonel durchgedreht. Er dachte, sie hängt mit drin. Er ist... Okay, Ricky. Ich bin bei Eden Hill und wir sind mit dem Driftless. Kriegst du das hin? Ich schätze, das werden wir bald rausfinden. Deacon Ende. Deek! Hörst du mich? Skizzo. Du hast Nerven, mich anzufunken. Hey, da bist du ja. Hör mir endlich zu. Ich wollte das echt verhindern, dass sie Iron Mike töten. Ich wollte echt nicht, dass es so endet, Mann. Captain, der Colonel will Sie umgehend sprechen. Yes, gut. Ich gehe gleich rüber. Captain, hast dir ja ruckzuck eine Beförderung erschlichen. Dieser Army-Kram interessiert mich echt einen Scheiß. Du musst mir jetzt zuhören, Bruder. Ich bin nicht dein Bruder, Skizzo. Auch gut. Ich wollte nur, dass du weißt, als Kuri die rausgehauen hat, ist der Colonel durchgedreht. Er dachte, sie hängt mit drin. Er ist voll durchgeknallt. Er jagte Lieutenant Whittaker. Er wollte sie töten. Deek! Deek!
Ja, ich höre. Ich habe das verhindert, Deke. Ehrlich. Ich sagte ihm, dass wir ihr Giftzeug brauchen, vielleicht um Freaks damit zu töten oder was auch immer. Was ist mit gegnerischen Camps? Die haben doch Wasservorräte. Was, wenn wir ihnen eine Dosis Shearling verpassen? Das könnte viele Probleme lösen. Wie auch immer, dem Colonel gefällt die Idee. Ich soll mich um die Arche kümmern. Ich soll sie absichern. Sie erstattet jetzt mir Bericht. Mir. Was willst du, Skizzo? Ich wollte dich nur warnen, Mann. Sie kommen. Ich kann nichts tun. Sie kommen. Und diesmal bringt der Colonel sein ganzes Gefolge mit. Soll er doch. Wir bleiben jedenfalls genau hier. Und wenn er kommt, sind wir dieses Mal vorbereitet. Hey, Deke. Captain, der Colonel wartet. Ich komm gleich, verdammt! Verschwinde! Hey, Deke, ich muss jetzt los. Ich werde Lieutenant Whittaker aber von dir grüßen. Captain Sarkozy, Ende. Ach, verflucht seist du, Skizzo. Das ist ein Typ, das ist, ey. Was ein Typ. Was eine Ratte. Das elende Ratte, ey. Glaub ihm kein Wort. Oh, Scheiße, stimmt. Ich muss die letzten Nester noch ausräuchern. Na also. Aber das glaubst du ja wohl nicht, ey. Jagd mich hier durch den Tunnel. Noch ein paar von den Idioten. Noch
ihr Glück gehabt. Jetzt aber nicht. Nein, schon wieder. Ja, greif ihn an. Feuer. Macht uns frei. Befreit. Klinge ist schlechter. Dass sie mir hier immer auf den Sack gehen, ey. Jetzt muss ich erstmal mein Motorrad wieder herstellen. Unglaublich. Brauchst du dich gar nicht hinzusetzen. Na, mal sehen. Fertig. Siebenmal Schrott verloren. Dabei habe ich das noch gesehen hier, aber es war zu spät. Naja, scheißegal, ey. So langsam müssen wir mal auch ans Ziel ankommen hier. Was denn für eine Horde, ey? Hey,
Leute, ich hab keinen Bock, schon wieder in der Horde zu vernichten. Scheiße, nein. Das ist eine Horde. Das ist eine Horde. Ich muss sie erledigen, bevor Ricky hier ankommt. Sonst macht sie alle auf uns aufmerksam. Hey, Boozer, sag Ricky, dass es noch ein bisschen dauern wird, weil uns steht hier eine riesige Horde im Weg. Eine Horde? Sollen Ricky und ich kommen und helfen? Nein, 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 ich habe auf die harte Tour gelernt, dass man das lieber alleine macht. Es reicht ja, wenn einer um sein Leben rennt. Ja, okay. Außerdem sagt Ricky, dass du jetzt der neue Sicherheitschef bist. Also, dann musst du ja, naja, im Camp bleiben, deine Marke polieren, Leute rumscheuchen, sowas. Ja, klar. Ich habe gar keine Marke gekriegt. Mike ist tot und vielleicht wählen sie einen anderen und schicken mich wieder Unkrautjäten. glaub ich nicht. Hey, mich wird's echt nicht jucken, Mann. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ricky will jetzt wieder loslegen. User Ende. Ich guck mir mal diese Horde hier an. Was soll ich denn sagen? Da unten sind die. Hey Leute, das darf man gar keinen Spaß machen. Ich kann nicht mehr hin, ich hab keine Ausdauer. Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Hier mit dieser Horde zu beschäftigen. Das habe ich mir hier entspannter vorgestellt den Abend. Oh Mann, ey. Horde hier, Horde da. Horde hier, Horde da. Thank you.
sind da unten. Kann ich gerade mal einen Molotow herstellen. Ein Monitor hab ich. Come here. Da muss ich mir irgendwas überlegen. Ich mache jetzt hier noch einen dritten Versuch mit diesem Tanklaster. Scheiße, wenn man hier runterfällt. Nein, komm her! Thank you.
war nicht, das ist zu heftig. Naja gut, die Hälfte haben wir schon mal hinbekommen jetzt, gerade beim letzten Gameplay, aber die andere Hälfte, die gebe ich mir jetzt nicht, Leute. Also, wir werden auf jeden Fall das, mal gucken, ob wir die Horde beim nächsten Mal irgendwie erledigen können, aber das geht mir schon wieder total auf die Nerven, ja. Ja, damit endet das Gameplay hier und wir gucken mal das nächste Mal, was wir hier mit der Horde anstellen, ob wir sie hinkriegen oder nicht. Also Leute, macht's gut dann, wir sehen uns beim nächsten Gameplay. Schönen Abend noch und danke fürs Zuschauen und bye bye, ciao.